Damit bekommen wir eine klare Verwischung der Kompetenzen zwischen Fiskal- und Geldpolitik, die sehr kritisch zu beurteilen ist. Die Rettungsmaßnahmen, die wir bisher gesehen haben, also einmal die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität oder wie es so schön genannt wird, der Rettungsschirm, eine temporäre Maßnahme, die im Sommer 2013 auslaufen wird. Und zum Zweiten der ESM, der Europäische Stabilitätsmechanismus, sind fiskalpolitische Maßnahmen, die man im Zuge der Rettungspolitik ergriffen hat. Zudem hat die Europäische Zentralbank mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen auch geldpolitisch gegengewirkt und versucht, die Schuldenkrise zu bewältigen. Das sind zum einen mal das Securities Markets Program, SMP zu nennen. Da hat die EZB Staatsanleihen von Griechenland, von Irland, von Portugal aufgekauft, auch von Italien und Spanien aufgekauft. Und zum Zweiten das OMT, die Outright Monetary Transactions, die bisher erst im Sommer 2012 angekündigt worden sind von EZB-Präsident Draghi. Aber nach der Ankündigung mussten bislang noch keine Taten folgen. Das heißt, die dort angekündigten notfalls unbegrenzten Staatsanleihekäufe nach erfolgtem Antrag eines Staates beim ESM, diese Anleihekäufe haben noch nicht stattgefunden. Nimmt man die einzelnen Maßnahmen, dann muss man sie sicherlich sehr unterschiedlich beantworten. Und es ist auch sehr schwer, sowohl den Rettungsschirm als auch den ESM abschließend zu beurteilen. Man muss feststellen, dass beide Maßnahmen nach ihrer Einführung nicht dazu geführt haben, dass die Finanzmarktteilnehmer nun wirklich beruhigt gewesen wären. Es waren und sind Liquiditätsmechanismen, die eine gewisse Erleichterung und Refinanzierungsmöglichkeit für die Staaten schaffen, so wie man sich das vorstellt zwischen souveränen Staaten, immer im Austausch gegen gewisse Auflagen. Das heißt also, ein Land bekommt Kredit dafür, dass es dann Anpassungsprogramme durchläuft, genauso wie man es beim Internationalen Währungsfonds vorsieht. Kritischer muss man hingegen die geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank einschätzen, denn die EZB für sich genommen nur mit ihrem geldpolitischen Instrumentarium hat kaum Möglichkeiten sicherzustellen, dass ein Land dann, wenn es Erleichterungen durch die EZB bekommt, an seiner Konsolidierungspolitik festhält und in seiner Wirtschaftspolitik auch entsprechende Anpassungen vornimmt. Das kann die EZB nur sicherstellen mit Hilfe fiskalpolitischer Instrumente. Und deswegen gibt es auch die Verbindung im OMT mit einem Programm beim Europäischen Stabilitätsmechanismus. Das heißt, die Geldpolitik bewegt sich in Richtung der Fiskalpolitik, wird abhängig vom ESM-Verwaltungsrat, also von den Finanzministern der Mitgliedstaaten der Eurozone. Und damit bekommen wir eine klare Verwischung der Kompetenzen zwischen Fiskal- und Geldpolitik, die sehr kritisch zu beurteilen ist. Insofern hätte ich, und das tue ich auch weiterhin, klare, reine fiskalpolitische Lösungen immer dieser Vermischung zwischen Geld- und Fiskalpolitik vorgezogen. Musik